Zoll und beziehungsweise 26 und 20 Zoll. Vielleicht kurz zu meiner Geschichte mit Tretrollern. Vor 10 Jahren ungefähr hatte ich ein Rollerbike, ein Tretroller Anfang der 90er Jahre. War schwer, wenig steif eigentlich, nicht gut konstruiert wie heute und ziemlich schwergängig eigentlich im Vergleich jetzt, im Rückblick. Und ich habe es damals gekauft zum Dog-Scootern und mein Hund wollte dann nicht mehr ziehen und dann habe ich ihn weggegeben. Und 10 Jahre Pause und Anfang dieses Jahres wollte ich was für die Gesundheit tun. Ich wollte abnehmen, ein bisschen Kondition aufbauen, von zu Hause aus wegfahren oder laufen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass das anstrengend war. Also ich habe mich daran erinnert, dass das anstrengend war und dachte, wäre das gut, wieder mal einen Blick drauf zu werfen. Und dann habe ich mir als erstes diesen hier gekauft, den Yedu Mesec. Und habe ihn mit Schutzblechen ausgestattet, damit er auch im Regen, damit ich ihn auch im Regen verwenden kann. Den habe ich gebraucht gekauft. Und ja. Und ich sag mal vielleicht gleich, wofür ist der gut für mich? Der ist super, um ihn in den Bus mitzunehmen. Er ist eigentlich ein cooles Gerät, breiter Lenker, also ich habe ein stabiles, gutes Gefühl drauf. Er ist gut bei Schotter, durch die breiten, dicken Reifen. Aber die Nachteile sind, ich finde das Trittbrett ist relativ hoch, also eher anstrengend zum Fahren, aber halt wieder besser bei so Schotter. Durch die dicken Reifen und die kleinen Reifen auch nicht so auf Geschwindigkeit ausgelegt. Und ich würde sagen, kurze Strecken bis 3 Kilometer ist es okay. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich den anderen nehmen. Und das ist dann mein zweiter Roller. Ich habe ihn dann ein paar Wochen später gekauft, 2620. Mibo Universe. Und da kann ich gleich einiges dazu erzählen, was wichtig ist beim Kauf von Tretrollern. Und das ist dann mein zweiter Roller geworden, der Mibo Universe. Und ich habe einen Lenker adaptiert, das ist nicht der Originallenker. Und ein paar Wochen später habe ich mir gedacht, ich brauche etwas. Da war eigentlich der Wunsch, ich würde gerne im Sommer vielleicht eine Reise machen mit dem Tretroller nach Italien fahren. Brauche ich was Größeres für längere Strecken? Und ich habe auch gemerkt, es macht richtig Spaß und ich war angesteckt sozusagen. Und habe dann im Internet einen Händler in München gefunden, Jürgen Preisinger, der hat seine Tretroller abverkauft. Und ich war eigentlich auf den Kostka-Tour fixiert. Und erzähl mal ganz kurz, wie das gegangen ist. Habe mich zuerst mal im Internet informiert. Ja, und als ich gewusst habe, dass ich einen größeren Roller möchte, habe ich dann tatsächlich im Internet recherchiert, die verschiedenen Modelle, Kostka, Mibo, Kickbike, Crucis, Yedo und die verschiedenen Kategorien, Reifengröße, Rahmen, Gewicht, Trittbretthöhe und so weiter. Habe ich mir alles rausgeschaut und verglichen und habe aber schon bemerkt, die sind alle ziemlich ähnlich. Das war irgendwie, was mich interessiert hat. Aber großer Unterschied war nicht zu erkennen. Das war mir schon relativ klar dann.
dann habe ich den Jürgen gefunden und habe gesagt, ich fahre nach München mit dem Bayern-Ticket und schaue mir die Roller tatsächlich live an, probiere sie aus und bin eigentlich mit dem Plan hingefahren, den Kostka zu nehmen. Habe den schon reserviert für mich. Und dann bin ich die beiden Probe gefahren, den und den Kostka, und ich habe mich dann tatsächlich doch für diesen entschieden. Fahrgefühl sehr ähnlich, aber der ist super leicht. Mir hat dann eigentlich das Design gefallen, die Farbe, und hier kann ich Gepäckträger montieren. Und hinten sind Standardnarben, also falls irgendwas ist, kann man das leichter mal reparieren. Kostka hat spezielle Narben, habe ich mir sagen lassen. Ja, meine Erfahrung vom Tretroller-Kauf ist tatsächlich, das war ganz wichtig, einfach hinfahren. Ich war 3 Stunden hinfahren, 3 Stunden zurückfahren, aber das hat sich total ausgezahlt, das Ausprobieren, live sehen, spüren, was ist das Bessere für dich, und sich auch beraten lassen von Fachleuten, die sich auskennen. Jürgen kennt sogar die Fabriken, wo die produziert werden. Ja, und wusste da einiges drüber. Ja, die Spezifikationen von Mibu Universe kann man auch im Internet nachlesen. Ich sag mal ganz kurz, wofür der gut ist. Das Trittbrett ist sehr, sehr tief gelegen. Er ist steif. Stahlrahmen und super auf Asphalt, längeren Strecken, also ich finde alles, also 10 bis 20 Kilometer macht richtig Spaß mit dem, und länger, weiter bin ich noch nicht gekommen. Und ja, ich möchte jetzt hier keinen Gepäckträger raufgeben, dann wird er wieder schwerer. Ich möchte eigentlich doch auch keine größere Radreise damit machen. Ich möchte auch keine Schutzbleche draufgeben. Der soll leicht bleiben, und das ist mein Sportgerät. Ja, was ist hier negativ? Ich habe schon erwähnt, ohne Schutzbleche macht es im Regen jetzt wenig Spaß. Das ist ein Schönwettergerät, und abseits von Asphalt oder ich sag mal relativ ebenen Sonderflächen macht es hier keinen Spaß. Okay, mit welchem fahre ich mehr? Natürlich der hier. Also das ist mein Lieblingsroller. Mit dem fährt dann mein Sohn. Der mag den sehr gern. Und ja, ich habe viel Freude damit. Ja, ich würde nochmal zusammenfassen. Meine Erfahrungen, ich glaube, in den letzten 30 Jahren hat sich viel getan in diesem Sektor. Ich glaube, das ist einfach von einem Spielzeug zu einem ernstzunehmenden Sportgerät geworden. Es gibt, soweit ich sehe, für mich 5 große Hersteller: Kickbike aus Finnland, Kussis aus Italien und dann die 3 tschechischen Kostka, Mibo, Jedu. Und ich glaube, die machen sich untereinander Konkurrenz und sind sich sehr ähnlich, die Produkte dann. Ich glaube, es geht dann mehr ums Design. Also das sind oft 100 Gramm mehr, weniger und so. Es ist recht ähnlich. Und deswegen, das ist gut. Es gibt viel Auswahl. Und ich glaube, man muss sich einfach wirklich, meine Erfahrung, selbst ansehen, ausprobieren. Kurzer Einschub. Also bei mir war es ja so, ich musste 3 Stunden mit Zug und S-Bahn fahren und dann zu Fuß gehen, bis ich den mal austesten konnte, den ich jetzt habe. Und diese Dinge gibt es ja meistens nicht im Radgeschäft um die Ecke. Und ich finde es dann ein Vorteil, dass die alle recht ähnlich sind eigentlich und sich gegenseitig Konkurrenz machen. Und ich finde das wichtig, einfach da offen zu sein, sich nicht so auf ein Modell zu fokussieren. Und wenn es dann ein anderer ist, der ganz ähnlich ist und einem besser gefällt, dann wird es halt ein anderes. Oder wenn ich möchte den Kostka, aber in meiner Heimatstadt gibt es halt jemanden, der gebraucht einen
Mibo verkauft, dann kann man da ruhig mal offen sein und was anderes ausprobieren. Und ich finde es auch wichtig, dass man keine zu alten kauft, wenn man gebraucht kauft. Also maximal 5 Jahre alt oder so, weil ich glaube, da hat sich schon wirklich viel getan in den letzten 15, 20 Jahren. Und meine Erfahrung ist, 26, 20 Zoll ist das, was ich gut finde. 20, 16 ist für mich zu klein. Wenn mein Sohn nicht damit fahren würde, hätte ich ihn wahrscheinlich schon wieder verkauft. Und Trittbretthöhe ist für mich auch ganz wichtig. Deswegen der 2016 Jedumesec, den finde ich relativ hoch, anstrengend zum Fahren. Und auf dem Mibo Universe habe ich das Gefühl, ich gleite eigentlich so auf dem Boden dahin. Sehr bodennah. Ja, waren so ein bisschen meine Erfahrungen. Alles Gute, tschüss.